Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Kraftwerke in Deutschland, also den gesamten Kraftwerkspark. Wie viele Kraftwerke haben wir eigentlich so und wie viel Energie wird eigentlich durch diese Kraftwerke erzeugt? Unter Kraftwerken verstehe ich jetzt hier sowohl die konventionellen fossilen Kraftwerke, deren Funktion übrigens kürzlich auf meiner Webseite genauer erklärt wurde, aber eben genauso gut auch die erneuerbare Energieanlagen, also den gesamten energieerzeugenden Anlagenpark, den wir in Deutschland so haben. Und die konkrete Anzahl von einzelnen Anlagen ist ganz schwer herauszufinden oder so aufzuzählen, weil, naja, die einzige übersichtliche Menge von Kraftwerken haben wir bei den Kernkraftwerken, weil die ja seit einigen Jahren abgebaut und nach abgeschaltet werden und dementsprechend es jetzt aktuell nur noch 7 Stück gibt. Aber alle anderen Anlagen, da ist es schwierig, eine konkrete Anzahl zu schaffen, weil auch gerade die größeren Kraftwerke aus einzelnen Blöcken bestehen. Und jetzt kann man durchaus sagen, dass jeder einzelne Block ein einzelnes Kraftwerk ist, weil eben der für sich schon die Energie erzeugt. Genauso gut kann man die aber auch alle zusammenzählen, weil die auch geografisch ja direkt nebeneinander liegen. Und deswegen ist es schwierig, eine ganz konkrete Zahl zu nennen. Ich beginne jetzt erstmal mit den Gesamtenergiemengen oder mit der Leistung, die diese Kraftwerke in ihren verschiedenen Kategorien erzeugen können. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen auf die Anzahl ein. Aktuell haben wir so in etwa 210 Gigawatt installierter Stromerzeugungsleistung in Deutschland. Davon in etwa 60 Gigawatt Windenergie und etwa 48 Gigawatt Solar, also Photovoltaikenergie. Und dementsprechend ist so in etwa die Hälfte der deutschen Stromerzeugung aus ja, den zwei wichtigsten erneuerbaren Energienquellen zu sehen. Darüber hinaus gibt es dann in etwa so 90 Gigawatt Strom aus eben den fossilen bzw. konventionellen Energieanlagen. Und etwa 10% davon sind die Kernkraftanlagen, die ja bis Ende 2021 abgeschaltet werden. Das heißt, so in etwa 9 Gigawatt haben wir jetzt aktuell noch aus Kernkraftanlagen. Und nachdem ja nun in den nächsten Jahren diese Kernkraftanlagen abgebaut werden, haben wir ja auch den Kohleausstieg vor uns, sodass wir die Jahre danach immer mehr und mehr Kohlekraftanlagen, immer mehr Kohlekraftwerke auch abgebaut, außer Kraft gesetzt werden und dementsprechend die Energie aus anderen Quellen kommen muss. Wir haben geplantermaßen zwar ein bisschen Zubau im Bereich der Gaskraftwerke, weil die einfach etwas sauberer und vor allem viel effizienter und flexibler betrieben werden können als die großen, etwas schwerfälligen Kohlekraftwerke und vor allem auch als die Kernkraftwerke. Aber insgesamt haben wir im Bereich der fossilen Energie, der konventionellen Kraftwerke einen deutlichen Rückbau. Dementsprechend muss es einen deutlichen Zubau im Bereich der erneuerbaren Energien und im Bereich der Speicher geben, damit wir das Ganze so ein bisschen ausgleichen können und damit eben die Versorgungssicherheit in der Zukunft durch erneuerbare Energien sichergestellt werden kann. Eine ganz gute Übersicht über die installierte Erzeugungsleistung in Deutschland gibt es auf energy-charts.de. Das ist ein Projekt von Fraunhofer und die ziehen die Daten eben von allen möglichen relevanten Quellen wie der Bundesnetzagentur. So, das war jetzt erstmal die Leistung, die installierte Energieleistung, die wir aus diesen Energiequellen ziehen können. Wie sieht das jetzt mit der konkreten Anzahl der Kraftwerke und der Anlagen aus? Es gibt Listen vom sowohl dem Umweltbundesamt für Anlagen über 100 Megawatt Installationsleistung und noch eine Liste von der Bundesnetzagentur für alle Anlagen über 10 Megawatt installierter Leistung, sodass wir eine so halbwegs passende Anzahl von Kraftwerken durchaus aufstellen können. Und so kommen wir in Deutschland auf in etwa 100 Kohlekraftwerke, aber eben je nach Zählweise, ob man jetzt die einzelnen Blöcke zusammenzählt, ob man sie separat nimmt, man kommt so in etwa roundabout auf 100 Kohlekraftwerke, die wir in Deutschland aktuell noch betreiben. Je nach Zählweise kommen wir in der Liste der größeren Anlagen auf in etwa 60 Gaskraftwerke, also die auf über 100 Megawatt Leistung kommen, während wir bei mindestens 10 Megawatt Leistung auf in etwa 250 Gaskraftwerke in Deutschland kommen. Das ist dann schon eine etwas größere Anzahl und man kann sich durchaus vorstellen, wenn wir genügend Gaskraftwerke für die nächsten Jahre noch haben, bevor wir komplett durchgeführte Energiewende haben, dann können wir damit durchaus relativ flexibel die Versorgungssicherheit sicherstellen, weil diese Gaskraftwerke eben auch auf Bestellung, auf Knopfdruck loslegen können und Energie erzeugen können. Wir haben in der Liste der großen Anlagen in etwa 35 Wasserkraftwerke. Und wenn wir die über 10 Megawatt nehmen, dann sind es sogar in etwa 100 Wasserkraftanlagen. Wenn man die Gesamtanzahl von allen Laufwasserkraftwerken und Co. nimmt, dann sind es in etwa 7000, die wir in Deutschland haben, davon die meisten übrigens in Bayern, weil wir dort natürlich auch aus Richtung der Alpen noch die stärksten Ströme haben, die auch direkt mit Wasserkraft sehr gut abgenommen werden können.
Wir haben so etwa knapp 50 richtig große Windkraftparks, die also auch entsprechend große Mengen Energie liefern können. Und wenn wir die etwas kleinere Liste mit über 10 Megawatt nehmen, dann sind es sogar in etwa 1000 Windkraftanlagen. Und wenn man die Gesamtanzahl nimmt, und die ist eben wirklich sehr schwer konkret zu sagen, dann haben wir mehrere tausend Windkraftanlagen. Also jede einzelne Windmühle, die man sieht, wenn man über die Autobahn entsprechend hochfährt, das sind dann aufsummiert insgesamt mehrere tausend Windkraftanlagen in ganz Deutschland. Wenn es um Photovoltaikanlagen geht, ist es auch extrem schwer, die zu zählen, weil es sind mehrere Millionen. Es gibt verschiedene Meldepflichten für zum Beispiel Anlagen mit Direktvermarktungspflicht und eben die EEG-Förderung. Und dementsprechend gibt es verschiedene Zählweisen. Aber man kann sagen, es gibt mehrere Millionen Photovoltaikanlagen, die meisten davon auch tatsächlich in Bayern und Baden-Württemberg, weil wir in Richtung Süden natürlich die stärkste Sonneneinstrahlung haben. Und dort dementsprechend auch schon sehr früh sehr viele Anlagen gebaut wurden. Ja, und dementsprechend haben wir jetzt so einen ungefähren Überblick über die Kraftwerke in Deutschland. Es ist eben schwierig, eine konkrete Anzahl von einzelnen Kraftwerken aufzustellen, aber wir können uns das anhand der installierten Leistung und anhand dieser ungefähren Anzahl ja ganz gut herleiten. Habt ihr irgendwelche Fragen zu ganz allgemein Kraftwerken in Deutschland zum Kraftwerkspark, dann stellt die in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.